Kolleginnen und Kollegen, mancher von euch wird sich nach diesen Filmaufnahmen fragen, war die Situation im Wohnheim und am Arbeitsplatz der allein auslösende Faktor für die Arbeitsniederlegung? Diese Frage können wir mit einem ganz klaren Nein beantworten. In der Hauptsache war es die Entlassung von 300 türkischen Kollegen, die nicht rechtzeitig aus dem Urlaub zurückgekehrt waren. Es drehte sich hier um Kollegen, die aus der Osttürkei kommen. Das heißt, wenn sie bis Istanbul fliegen, müssen sie noch circa eine Woche mit der Bahn fahren, bis sie zu Hause sind. Das Gleiche passiert natürlich auch bei der Rückkehr. Hieraus resultiert die Schlussfolgerung, dass die Kollegen um ihre Familie, die sie ein Jahr lang nicht gesehen haben, nur ganze zwei Wochen besuchen können, wenn man den Fortwerkurlaub von vier Wochen zugrunde legt. Kann man ihnen dann verdenken, dass sie ihren Urlaub eigenmächtig um zwei oder drei Wochen verlängern? In der Zwischenzeit mussten die Kollegen, die pünktlich zurückgekommen waren, die Arbeit der Fehlenden mitmachen. Bedingt durch den dadurch entstandenen Stress an den Fließbändern entstand ein Pulverfass, das nur noch auf den Zündfunken wartete. Als dann bekannt wurde, dass die fehlenden Kollegen entlassen werden sollten, kam es zur Explosion. Am 24. August mit dem Beginn der Spätschicht legten die Kollegen die Arbeit nieder. Sie zogen durch das Werksgelände und forderten eine D-Mark mehr Stundenlohn. Der Betriebsrat konnte bezeichnenderweise nicht zwischen Streikenden und Geschäftsleitung vermitteln, er war auf einer Pensionärstour. Schon am frühen Morgen waren vor den Werkstoren Flugblätter verteilt worden, die für 13 Uhr zum Streik aufriefen. Keiner von der Geschäftsleitung rechnete mit dieser Arbeitsniederlegung unter dem Motto: Wer streikt denn schon am Freitagabend? Jedoch man irrte sich. Wenn auch mit zweistündiger Verspätung, der Streik begann. Die Spätschicht nahm die Arbeit nicht auf. Folgende Forderungen wurden von den Streikenden gestellt. Erstens, zur Rücknahme der ca. 300 Entlassungen. Zweitens, eine Lohnerhöhung von 60 Pfennig bis 1 D-Mark. Drittens, bessere Arbeitsbedingungen an den Bändern.